Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, voll schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon aufgestanden und haben auch schon Kaffee getrunken und machen uns jetzt gleich mal abfahrbereit, denn heute geht es in das schöne Städtchen Valdemossa. Genau. Und ansonsten zeigen wir euch in dem Vlog auch noch ein bisschen mehr von der Tramuntana und werden uns danach auch nochmal einen richtig schönen Stellplatz suchen, auf den sind wir schon total gespannt. Also viel Spaß beim Zuschauen! Wir sind angekommen. Es ist immer richtig lustig, mit Ting Tong durch so kleine enge Gassen zu fahren. Aber wir haben hier einen guten Parkplatz gefunden. Und von der Lux liegt in so einem Tal. Gerade 10 Minuten Fahrtweg von unserem Schlafplatz entfernt. Und wir sind gerade schon mal durchs Dorf gefahren. Das sah richtig, richtig schön aus. Enge Straßen, wir kamen gerade so durch, aber mussten auch wieder umdrehen, weil der Parkplatz unten, der war nicht optimal für uns. Ja, und jetzt sind wir hier. Na, was machst du hier? Ich kaufe mir jetzt Ohrringe und einen Ring. Die sind einfach so schön. So genau, das habe ich schon lange gesehen. So, jetzt erstmal den Ring gucken. Ich will auf jeden Fall eins von hier haben, weil es passt richtig gut zu meinen. Flowers and the birds and bees, then all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, 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 I'm breathing in. Ja, ich habe so einen richtig schönen Schmuckstand entdeckt und die Frau war so süß und dann habe ich ein bisschen Schmuck eingekauft. Und zwar habe ich hier so einen schönen Ring. Das ist alles ein bisschen Hippie-Style. Und dann habe ich mir hier noch so zwei Ohrringe geholt. Zeig dir mal. Einmal die und einmal die. Ich freue mich mega. Die sind so schön. Ja, und auch voll die fair hier, die vom Form Preis. Finde ich voll schön. Ja. Da freut sich jemand. Ja, kannst du öfter fahren, Schatz. Aber ich bin ganz schön zitterig. War aufregend, ne? Die Straßen waren ganz schön eng. Handbremse gezogen? Ja, erster Gang ist auch drin. Und wie hast du dich gefühlt, das erste Mal auf Mallorca zu fahren? War richtig schön, aber schon aufregend. War schon aufregend, gell? Vor allem, wie das Müllfahrzeug entgegengekommen ist. Das haben wir jetzt leider nicht auf Film, aber es war ganz schön eng auf einmal, ne? Ja, das war echt eng. Ja. Aber ist cool. Jetzt sind wir ja gut angekommen. Yeah. Ja, wir waren tatsächlich schon mal vor einer Woche, so für eine Stunde ungefähr hier in Valdemossa. Haben da aber noch keine Filmaufnahmen gemacht.
Und es war auch nachmittags und da war es auch viel voller als jetzt. Jetzt haben wir morgens 11 Uhr. Und es war richtig ruhig. Ja, voll schön. Ist echt nur ruhig. Und ja, wir schauen mal, dass wir hier so ein paar schöne Eindrücke sammeln. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Ja, wir freuen uns gerade total, weil da ist gerade ein riesengroßer Bus angekommen. Ja, an also Hauptstraßen. Ja, ne? Überflutet und hier ist einfach keiner. Wie krass ist das denn? Ja, ist immer so schön. Also Tipp Nummer 375 von uns beiden, geht immer in die Seitengassen und wenn es berghoch geht, ist immer noch besser. Ist immer noch besser und meistens seid ihr dann doch wieder allein. Einfach nur 5 Minuten weitergehen. Ja. Das ist richtig schön. Richtung Berge. Richtung Berge. Ja, also im Endeffekt ähneln sich die ganzen kleinen Dörfer hier in der Tramuntana, sind aber trotzdem alle sehr, sehr schön. Also es lohnt sich trotzdem mehrere sich anzugucken. Ja. Aber einer ist schöner als das andere. Ja, das stimmt, ja. Es sind alle sehr, sehr coole, schöne Dörfer und man könnte hier 1000 Mal durchlaufen, ja, und entdeckt immer wieder Neues. Ja, das stimmt. Weil sich halt auch immer das Licht ändert und ja, es ist schon schwer in Worte zu fassen, wie schön das halt einfach ist. Also am liebsten würden wir in jedem Dorf 10 Häuser haben, ne? Ja. Zu Ting-Tong dazu. So, du hast jetzt noch nichts gegessen, oder? Nein, ich habe jetzt langsam Hunger. Ja, Melli ist nämlich so ein Spätstücker und manchmal lässt sie das Frühstück einfach aus. Und dann verhungern sie mir hier unterwegs. Also gehen wir jetzt erstmal was essen. Und dann telefonieren wir mal mit der Familie, denn die liebe Sophia hat heute Geburtstag, wird 1 Jahr alt. Ja. So, und dann sehen wir uns im Auto wieder. Also, dann bis gleich. War richtig krank, ne? Ja, die war echt für dich anstrengender als für mich. Aber ich glaube, für die anderen Autofahrer noch anstrengender. Ja. Oh, guck mal, der Kaffeesack hat hier sogar hier oben gehalten. Perfekte Ecke, ruhigster Platz im ganzen Bus. Da rutscht nichts. Ja. Wahnsinn! Wir würden sagen, es ist wundervoll. Was sagt ihr? Sagt mir eigentlich hier zu meiner neuen Frisur hier. Also ich habe mir mittlerweile die Haare wachsen und irgendwie, naja, braucht auch nichts zu sagen. Stimmt doch mal ab, soll David seine Haare wieder schneiden oder wachsen lassen? Ja genau, stimmt mal unter den Kommentaren ab. Und ich zeige euch hier mal die Aussicht, die nämlich echt bombastisch ist.
und damit beenden wir den heutigen Tag. Wir genießen jetzt hier noch die Aussicht und sind beide auch ganz schön kaputt. Ich glaube, das haben wir vorhin schon mal gesagt, ich weiß gar nicht. Aber ja, die Fahrt hierher, die hat sehr viel Energie gekostet. Auch wenn sie sehr schön war. Und dann bleiben wir morgen auf jeden Fall nochmal hier. Wir hoffen, dass es hier nicht zu viel Verkehr gibt, weil wir mitten auf dem Aussichtspunkt eigentlich stehen und hier auch eine Straße ist. Bis jetzt ist es noch okay. Und genau, Samstag wollen wir dann auf jeden Fall weiterfahren. Da haben wir dann einen neuen alten Stellplatz. Mal schauen, ob ihr euch daran erinnert. Wir fanden ihn damals schon sehr schön. Genau, und dann sagen wir mal, bis morgen. Morgen. Hallo, also alles richtig schön hier an diesem Stellplatz, nur müssen wir heute trotzdem uns ein bisschen bewegen, denn irgendwie haben wir ein Problem mit der Elektrik. Und zwar haben wir eigentlich genug Batterie, also eine ausreichende Größe, aber irgendwie habe ich das nicht mit eingerechnet, dass wir so viel, als wir das damals vor 2 Jahren ausgebaut haben, dass wir so viel teilweise am Laptop sitzen. Dazu war es den ganzen Tag gestern bewölkt und heute Morgen sieht es auch nicht besser aus. Wie ihr gerade eben gesehen habt, habe ich hier auch einen PVM-Laderegler eingebaut. Den werde ich nochmal umändern in einen MPPT-Laderegler. Und der zeigt mir dann auch wirklich an, wie stark die Batterie geladen ist. Denn hier sehe ich eigentlich nur die Batteriespannung, aber ich weiß nie, ob die Batterie zu 100% geladen ist oder so. Man kann nur vom Spannungswert es ableiten, wie stark die Batterie geladen ist, aber ja, es ist natürlich immer nur so ein Circa-Wert. Ja, draußen ist das Wetter ziemlich madig, deswegen sitzen wir eigentlich den ganzen Tag hier drinnen. Nachdem wir das Auto durch die Gegend gefahren haben, um die Batterie aufzuladen, hat sich es draußen eigentlich noch zugezogen und es regnet, aber vielleicht wird es gleich besser und wir können runter nach Sacalobra. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gerechnet, weil unsere Batterie, das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich habe hier einfach mal unseren Stromverbrauch, all die Geräte, die wir haben, quasi aufgeschrieben, also wie lange läuft das Gerät und was verbraucht es dann quasi. Und da bin ich dann zum Schluss auf einen Verbrauch von ungefähr 70, sagen wir mal 80 Ampere am Tag gekommen. Ist unser maximal schlimmster Verbrauch, wenn wir halt alle Geräte, was natürlich nicht zutrifft, am Laufen haben. Am schlimmsten frisst der Kühlschrank, dann kommt der Laptop und unsere Smartphones. Wen das Ganze interessiert, ich habe mal ein Elektrik-Video hochgeladen, muss dazu aber sagen, ist alles auf eigenes Risiko. Ich bin kein Elektrikmeister oder sonst irgendwas, bin weit davon entfernt, aber habe mich da halt sehr, sehr viele Wochen mit beschäftigt. Viele werden jetzt auch sagen, das ist komplett falsch. Ich weiß, das ist immer so ein sehr sensibles Thema, deswegen tauscht euch gerne in den Kommentaren aus, aber bleibt da bitte sachlich. Bei uns funktioniert das so und es hat halt auch die ganze Zeit gut geklappt, aber jetzt bei 2 Tagen Regen funktioniert es halt nicht so gut. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich eine neue Batterie holen und erstmal schauen, dass jetzt bald mal wieder die Sonne scheint und wir hier ordentlich aus der ganzen Sache mal wieder rauskommen hier, ne? Ach, irgendwie ist auch gemütlich. Ja, das stimmt. Ich bereite noch was zu essen vor. Okay, und dann gehen wir hoffentlich runter in die Bucht. Mhm. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter sich bessert. Hallihallo, da sind wir wieder. Ja, hallo. Gestern, das war dann gar nichts mehr, ne? Nee, gestern hat es geregnet und abends hatten wir dann auch keine Lust mehr. Heute scheint so ein bisschen mehr die Sonne, das heißt, das Sorgenkind-Batterie wird aufgeladen. Und wir wandern jetzt mal runter zur Bucht. Da vorne ist ein Wanderweg. Ist auch ein bisschen fresh, aber schauen wir mal. Mal schauen, ob wir den nehmen können, weil da ist ein bisschen abgeschlossen. Aber mal gucken. Aber wir haben keine Lust, an der Straße zu laufen. Ja, macht jetzt ab. Hier geht der Wanderweg lang. Nee, geht nicht. Da sind auch so Steine vorgelegt. Probier du mal. So. Bisschen, mit ein bisschen Power. Thank you.
Es ist schon mega beeindruckend so. Da läuft man so einen Wanderweg und denkt, man ist irgendwo so im Nichts. Und auf einmal kommt man halt so auf einer schönen Plantage hier an. Und das können die Mallorquiner, finde ich, schon sehr gut, in so einer kargen Berglandschaft sich da halt so einen Lebensraum zu schaffen, der halt dann mit Orangenbäumen und Zitronenbäumen und Blumen halt bepflanzt ist. Das sieht halt echt einfach jedes Mal mega, mega geil aus. Esta poesía, estos cuentos, mi amor, yeah. El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah. Los dos amamos de más, enamorado de tu mirar y tú de otra. Wow. Ma, was eine Überraschung. Also nachdem das da jetzt so eng war und wir auch noch durch so zwei kleine Tunnel laufen mussten, habe ich echt mit vielen gerechnet, aber nicht mit so einer riesengroßen freien Fläche. Ja, echt krass. Das ist ja richtig Wahnsinn. Ja, ich habe auch gedacht, das ist eher so eine ganz kleine Bucht. Und ich habe schon fast überlegt, das hier auszulassen und nicht hier runterzulaufen. Richtig geil. Ja, wir sind jetzt hier ein Stück reingelaufen und ich glaube, das geht noch Kilometer weiter. Sind so Schluchten, die ja auch vom Wasser geschlagen worden sind, von Regen und so. Und ja, in die Richtung geht's zum Strand und hinter mir noch viele, viele Kilometer weiter. Wir werden jetzt aber langsam wieder zurückgehen und ja, Drohnenaufnahmen werde ich hier nicht machen. Tut mir leid. Das ist einfach zu viel los hier. Das, Wobei wir zwei Drohnen hier rumfliegen sehen. Ja, wir haben zwei Drohnen hier fliegen sehen, das stimmt. Also mal schauen, ob es vorne ruhiger geworden ist. Dann seht ihr gleich bei Drohnenaufnahmen. Falls nicht, dann ist es vorne noch viel zu voll und da mag ich halt dann auch eigentlich gar nicht fliegen. Ja, jetzt sind wir wieder am Bus. Wir sind den ganzen Weg wieder hochgelaufen. Da sind wir noch mal ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Deswegen werden wir jetzt noch mal duschen, auf jeden Fall. Und dann machen wir uns auch schon abfahrbereit, weil wir morgen früh ganz woanders aufwachen werden und den Sonnenaufgang uns da angucken werden. Und genau, deswegen beenden wir das mal für heute und sehen uns dann morgen früh beim Sonnenaufgang. Alles auf Video. Oh. Alles festgehalten hier. Ups. Ups. Kleine Rülpsmaschine. Ups. Heute ist so klar. Gott sei Dank sind die ein paar Wolken nur oben drüber, aber es ist so klar, dass man sogar da hinten Menorca sehen kann. Und wo geht's lang? Richtung. Wie heißt der Turm nochmal?
Wir sind oben angekommen. Zwischendurch haben wir mal den Fahrer bzw. die Fahrerin gewechselt. Melly ist die halbe Strecke gefahren. Aufregend, sage ich euch. Ja. Aber machbar, ne? Hinter uns ist auch so ein großer Wasserfahrzeug gefahren. Das, ja, also war jetzt auch ruhig, deswegen ist es okay. Aber wenn andauernd Gegenverkehr kommt, dann ist es echt, da kommt man ins Schwitzen. Ja, da kommt man echt ganz schön in die Bredouille manchmal. Also wir wollten hier aber unbedingt noch hin, weil die Straße, die wird geschlossen ab dem 15. Juni für Privatpersonen. Da muss man mit einem Bus hierher fahren. Und wir wollten hier unbedingt nochmal den Sonnenaufgang sehen, beziehungsweise hier zum Watchtower nochmal mit unserem eigenen Auto hinfahren, bevor die Straße dann gesperrt wird. Und ja, wir dachten, wir beenden den Vlog heute mit einer wunderschönen Aufnahme vom Watchtower. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir laufen da jetzt hoch und sagen jetzt schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Nicht vergessen zu abonnieren. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sagen wir, macht's gut, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. But you came around every move of the Lord, and my soul.